Because I'm happy. Hi. Du bist glücklich. Ja, ja. Was hat uns da ich einfach unverbesserlich angetan vor 10 Jahren wahrscheinlich oder sogar ein bisschen mehr? Happy von Pharrell Williams, glaube ich, noch nie so oft ein Lied gehört in meinem ganzen Leben nicht. Könnte sein. Ich finde es ja total lame, muss ich ja gestehen. Also ich glaube, auch wenn es auf einer Party liefe, ich gehe ja nie auf Partys, aber wenn es auf einer Party liefe, könnte ich mich dem wahrscheinlich auch nicht entziehen. Aber ich habe das, glaube ich, nie bewusst gehört. Ich habe nie auf meinem iPhone, / iPod, was auch immer, was damals war, ich habe nie bewusst auf Pharrell und Happy Air gemacht. Nein. Ich glaube, hat das irgendwann irgendjemand mal gemacht? Keine Ahnung. Weil man ja sowieso das so oft hört. Wenn man die Kopfhörer rausnimmt, hört man es wahrscheinlich. Deswegen muss man es wirklich nicht extra nochmal auf dem Handy machen. Genau, ich finde, der beste Gegenbeweis, wo wir gerade uns bei Songs für Animationsfilme darüber auslassen, ist ja Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake aus dem ersten Trolls-Film. Ich finde, es ist bis heute einer der besten klassischen Popsongs der letzten 10 Jahre. Ich finde den grandios. Es tut mir so ein bisschen leid, dass der zum ersten... ich mochte den ersten Trolls. Tut mir gar nicht leid. Es ist cool, dass der mein Trolls war. Ich wusste nicht, dass das zusammenhängt. Interessant, okay. Aber lass uns nicht zu tief in die Animationsfilm-Songs-Materie einsteigen. Wäre aber eine geile Idee. Lass uns mal Songs aus Filmen machen. Genau. Schreib's direkt auf, wenn wir das Video... Songs aus Filmen. Sondern wir wollen anlässlich von The Rise of Gru heute über Filme sprechen, die den Sidekick in den Mittelpunkt stellen, beziehungsweise wir wollen selbst einen Film pitchen, so ist das, der einen Sidekick in den Mittelpunkt stellt. So ist das. Und ich muss sagen, ich fand's ultra schwer. Ich hatte lustigerweise direkt die Figur, für die ich einen Film pitchen wollte, sofort im Kopf. Also vielleicht war das auch nur so eine spontane Eingebung, aber mir hat die so gut gefallen, dass ich direkt mir überlegt habe. Du bist schon so auf Betriebstemperatur, dass ich dich, glaube ich, gleich in einem Pitch starten lasse. Okay, wir haben gesagt, wir haben eine Minute Zeit. Du musst die Zeit überprüfen. Du darfst tröten, wenn wir durch sind. Okay, dann fange ich an. Und zwar heißt der Film, um den es geht, Aladdins Abu. Denn es geht in dem Film um den Affen von Aladdin, der mit zu meinen absoluten liebsten tierischen Disney-Sidekicks gehört. Generell Aladdin zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und ihr müsst euch quasi vorstellen, die Inszenierung von Aladdin, die wir hatten von Guy Ritchie, die war jetzt nicht so geil, weil da kaum Guy Ritchie vorgekommen ist. Aber der hatte so ein paar sehr geile Szenen, wenn Aladdin so in den Straßen von... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Stadt da ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, die Straßen da entlang läuft und vor den Leuten flieht. Das hatte so diesen typischen Guy Ritchie-Vibe. Mhm. Und jetzt stelle ich mir Aladdin aus der Sicht von Abu vor, und zwar von einem Guy Ritchie gemacht, der nicht damit hinterm Berg hält, was für geil energetische Sequenzen und Schnitte und Bildaufteilung und so weiter er macht. Und wir erleben halt in Abu den ganzen Aladdin-Film aus der Sicht von Abu und nicht aus der Sicht von Aladdin. Okay, Abu hat GoPros auf dem Kopf geschnallt und läuft durch die Straßen. So ist das. Und man sieht halt auch dann, wie er Aladdin unterstützt. Es gibt ja im Zeichentrickfilm zum Beispiel die Szene, wo er ihm hilft beim Klauen auf dem Markt zum Beispiel. Und ich stelle mir das total lustig vor. Ich hatte auch erst überlegt, vielleicht Sebastian aus Ariel zu nehmen. Dann gucken, wie er die ganze Zeit verzweifelt versucht, Ariel vor ihrem Unheil zu bewahren. Finde ich auch eine schöne Idee. Auf jeden Fall geht es eher in Richtung... meine Vorliebe geht hier, glaube ich, aus der Richtung, ich erzähle einen Film, den wir schon kennen, aber aus einer anderen Perspektive. Irgendwie mag ich das. Es ist ein sehr visueller Ansatz auf jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen angelehnt an den dritten König der Löwen, falls du dich an den erinnerst, wo der ganze Film aus der Perspektive von Timon und Pumba erzählt wird. Wie ich finde, sehr unterschätzter Disney Direct-to-DVD-Film. Glaube ich, der einzige, den man gucken kann. Ich stelle mir da immer die Frage, sind denn nicht Sidekicks so cool, weil sie Sidekicks sind und würden ihre Coolness verlieren, wenn man die jetzt so in den Mittelpunkt rückt? Wie bei den Minions, meinst du? Ich weiß das nicht, denn ich habe den Film nicht gesehen, aber ist das so? Hast du den ersten Minions gesehen? Nee. Also das Problem an dem ersten Minions-Film war halt wirklich der Overload. Overkill. Mhm. Das ist das richtige englische Wort. Der Overkill, denn man muss ja schon sagen, mit Ich einfach unverbesserlich haben die Macher damals wirklich
einen modernen Animationsklassiker-Figuren-Element geschaffen. Überall sehen wir die Minions. Und WhatsApp-Status meiner Eltern. Also es ist wirklich, es ist, ich glaube, so popkulturmäßig waren die Minions so die letzte große Merchandise-Errungenschaft des Menschen, habe ich so das Gefühl. Und sie waren aber super im ersten Ich einfach unverbesserlich. Und sie wurden mit jedem Teil präsenter und dann kam halt eben der Minions-Film und da ging es ja gar nicht mehr um Gru, sondern es ging nur noch um die Minions und da hat man gemerkt, okay, ihr habt euren Zenit überschritten, lasst es bleiben. Dann kam der dritte Ich einfach unverbesserlich, wo sie es dann wieder ein bisschen zurückgeschraubt haben und jetzt ist Minions 2 so eine Mischung aus Ich einfach unverbesserlich in dem ganzen Erzählen mit Gru und so weiter und der teilweise slapstickhaften Erzählweise wie in Minions. Aber jetzt merkt man auch, Gru nimmt wieder einen entscheidenden Erzählteil ein. Und jetzt sind die Minions auch wieder sehr, sehr gut zu ertragen. Ich mochte Teil 2 tatsächlich sehr gerne. Der hat so diesen Anspruch, kompromisslos unterhalten zu wollen, koste es, was es wolle. Und deshalb Minions ja, aber in homöopathischen Dosen. Ich bin gegen Homöopathie. Aber ihr wisst, in was ich meine. In geringen Dosen. In sehr geringen Dosen, ja. Okay, ich glaube, ich skippe das trotzdem. Ist okay. Aber ja, ja, gut zu wissen, dass das wieder bergauf geht. Ja, auf jeden Fall. Minions, ja. Okay, ich muss, glaube ich, erst einmal sicher gehen, dass du den Charakter kennst, denn wir sprechen über jemanden aus Das fünfte Element. Hast du den Film gesehen? Es ist so lange her, aber... Okay, erinnerst du dich vielleicht noch an Chris Tucker in Das fünfte Element als Ruby Rod, der Radiomoderator, der komplett aufgedreht und so die verrückten Frisuren hat? Auf jeden Fall. Okay, dann stelle ich dir nun Ruby Rod's Rampage vor. Ich bin gerade ausgedacht, den Interessant finde ich, dass du gar keinen Animationsfilm genommen hast, sondern einfach irgendeinen Film. Aber ich habe wirklich, Antje, ich bin durchgedreht die letzten Tage bei dieser Aufgabe. Also es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich muss das jetzt. Dann musst du jetzt umso mehr abliefern. Gib mir bitte die Tröte. Ich gebe dir die Kuhbox. Ja, stimmt. Da haben wir beides mal benutzt. Stimmt. Okay, also 50 Milliarden Menschen hören die Radioshow von Ruby Rod. Aber was macht er nach der Katastrophe von Floster Paradise, whatsoever? Er ist zum Präsident geworden der Galaktischen Föderation. Obwohl er eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man da machen muss. Aber es gab da geheime Kräfte, die ihn in die Richtung Präsidentschaft geschoben haben. Und jetzt gibt es Beraterinnen und Berater, die ihm irgendwie die Arbeit abnehmen, damit er weiter seine Radioshow machen kann und seine Affären unterhalten kann. Nun findet aber heraus, dass die Population des Universums irgendwie gar nicht so zufrieden mit seinem präsidialen Führungsstil ist, beziehungsweise, dass er ausgenutzt wird. Es steht ein großer Großindustrieller hinter ihm, B-Blocks Charlemagne, der auch versucht, mit seiner Softdrink-Firma B-Blocks Pop die Menschen zu willenlosen Sklaven zu machen und das Universum zu privatisieren. Deswegen braucht er die Hilfe von Lilo und Corbin, um dieses Corporate Space Evil zu schlagen. Und ist die Zeit vorbei endlich? Ich will gar nichts mehr sagen. Nein, du hast noch 5, 4, 3, 2. Oh mein Gott. Drei, und das wird richtig gut. Ach so, man muss es so umdrehen. Man muss es einmal chargen. Verstehe. Und dann hast du schon einen Regisseur, eine Regisseurin? Hast du schon Rollen? Es müsste die gleiche Besetzung sein und wahrscheinlich auch von Luc Besson. Okay. Würde ich schon sagen. Apropos Luc Besson, schaut gerne mal rein in unser Video über Leon, der Profi, der diese Woche, der im Kino war kürzlich und über den wir jetzt einfach nochmal gesprochen haben. Klingt auf jeden Fall cool. Wäre ja, wenn es wieder von Luc Besson ist und mit derselben Besetzung, auch vom Stil her, ging es ja dann wieder in Richtung Das fünfte Element. Passt das heute zeitlich noch? Oder würde das Ganze ein Valerian-Upgrade bekommen? Ich finde, die besten Momente von Valerian erinnern mich an Das fünfte Element, wie diese lustigen Aliens mit diesen komischen Köpfen. Ich würde mir schon wünschen, dass es wieder mehr diesen handgemachten Stil hat, wie Das fünfte Element, diese handgemalten Hintergründe und sowas und auch so ein bisschen das Ranzige wieder reinholt, irgendwelche abgewrackten Taxis und sowas. Und ich möchte auf jeden Fall, ich verstehe auch überhaupt nicht, dass die Welt Chris Tucker so hasst in dieser Rolle. Ich will den bei 150% rumschreien, kreischend in verrückten Outfits und crazy Frisuren. Ich will alles von Chris Tucker. Ja. Ja, vor allen Dingen mag ich, dass du ihn weiterhin in seiner Rolle dann auch sehen willst. Du könntest ja auch sagen, nimmst ihn jetzt komplett aus seinem Element raus, aus seinem fünften Element. Ja. Aber das ist ja die Zusammengehörigkeit, Charakter und Job, den er hat, das muss man ja so im Grunde belassen. Und ja, du hast das Projekt hat meinen Segen. Okay, sehr gut. Chris Tucker hat auch lange nichts mehr gemacht. Ich finde, wir können das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auch einfach so auf den Weg bringen. Auf jeden Fall, okay. Ja.
Jetzt seid ihr gefragt, welchen Pitch fandet ihr besser, welchen Film würdet ihr lieber sehen wollen? Schreibt uns, Antjes natürlich, schreibt uns das in die Kommentare. Wir werten das dann aus und wenn euch das Video außerdem gefallen hat, oder ich, wenn euch das Video außerdem gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da oder eine Glocke oder etwas Geld, irgendwie das geht. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank!